Ich habe schon gesagt, mehrfach, aber ich kann es nicht oft genug sagen, das Box-Event am kommenden Wochenende hier in Schwäbisch Gmünd in der Großsporthalle. Die Mission am 14. September 2019 geht es dann los, die Boxnacht, die lange Nacht des Boxens hier in Schwäbisch Gmünd. Alte ist Heubachs Goldjunge, Gmünds Most Wanted. Herzlich willkommen hier auf dem Marktplatz, Kasim Gashi. Siege. 7 davon durch Knockout. Linksausleger, wie man sieht. Und kräftig in Form. Fit und bereit für den Kampf am Wochenende. Für den Kampf seines Lebens. Weltmeisterschaft. Würdest du sagen, dass deine junge Spritzigkeit eher ein Vorteil ist? Oder ist eher sein Vorteil, dass er so erfahren ist und vielleicht auch schon viele Boxkämpfe über die gesamte Distanz gekämpft hat? Ja, das Ding ist halt, man sagt immer, Erfahrung schlägt Kunst. Aber an diesen Arm wird mich nicht schlagen. Das ist meine Kampfansage. Das ist meine Kampfansage. Kannst du mal kurz schildern, was erwartet diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, Mensch, jetzt würde ich doch gerne ein Ticket kaufen. Was erwartet die? Und kannst du vielleicht auch mal sagen, wie viel Aufwand und wie viel Energie du da reingesteckt hast? Also ich bin da jetzt seit November dran. Und wir haben 14 hochkarätige Kämpfe auf der Liste. Einer davon ist auch ein WM-Kampf bei den Frauen. Dazu kommt noch, wir haben lokal Boxerinnen hier, beziehungsweise Boxerin. Die Felicitas Fox wird auch in den Ring steigen. Darauf freue ich mich auch sehr. Und die Leute, wie gesagt, 14 hochkarätige Kämpfe. Und ich freue mich riesig drauf, ja. Die Mission am Samstagabend, 14. September 2019. Schaut vorbei, das Event, das Sportevent in der Großsporthalle Schwäbisch Gmünd hier. Ich würde mal sagen, alle vorbeikommen und mich nach vorne peitschen. Der Kampf, der hat es in sich. Also ich bin darauf eingestellt, dass ich 12 harte Runden gehen muss. Und das wird auf jeden Fall eine richtig krasse Schlacht. Wir sind hier in Schwäbisch Gmünd. Da sind sie, die beiden, Pavel Semyonov, ich sag's nochmal, aus Estland, 34 Jahre alt, 38 Kämpfe, 24 Siege, davon 9 im Knockout, 14 Kämpfe, 12 Siege, 7 Knockouts. Also die Mission, das ist ein bisschen tiefgründig. Jeder, der meine Karriere mitverfolgt hat, der weiß ganz genau, dass mein Bruder mein Trainer war. Und er hat immer früher gesagt, so, okay, irgendwann mal werden wir um richtig große Titel boxen und um so wie jetzt halt um die Interimsweltmeisterschaft. Und er ist leider nicht mehr da. Und deswegen ist es für mich jetzt so die Mission. So, ich muss den Titel holen und fertig. Also mit Rainer Gottwald habe ich einen ziemlich guten Freunden gefunden. Wenn man das ganze Sportliche mal wegnimmt, wie gesagt, es passt einfach menschlich, passt es einfach zu 100%. Und der Rainer hat sich um die Vorkämpfe gekümmert und ich habe mich halt um den ganzen Rest gekümmert. Und aber wie gesagt, geschäftlich, sage ich jetzt mal,
haben wir nichts miteinander zu tun gehabt. Er hat halt die Vorkämpfe ins Boot geholt und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ja, mit der Underdog-Rolle, sage ich jetzt mal, komme ich ziemlich gut zurecht. Er ist viel höher gerankt als ich, er ist in den Top 200, so wie du selber sagst. Aber das stellt für mich jetzt kein Problem dar. Ich weiß, was ich kann. Ich hoffe und bete, dass ich meine Leistung an diesem Tag abrufen kann. Weil wie du sagst, das ist mein erster 12-Runden-Kampf und ich bin in den letzten 14 Wochen durch die Hölle gegangen. Also das war echt die Hölle. Mein Team und ich, wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gekämpft, wir haben alles zusammen gemacht. Und diese Vorbereitung hat das Team noch krasser zusammengeschweißt. Und ich kann nur eins sagen, ich kann auf meine Jungs zählen. An der Stelle liebe Grüße an Stefan Rohr und Moritz Werner und natürlich auch an meinen Bruder Burim Gashi, der bei jedem Kampf den weiten Weg auf sich nimmt und von Österreich hierher in Schwabenländle fährt. Also um die GBU zu boxen, ist für mich eine riesengroße Ehre, weil einfach aus dem Grund, Firat Aslan ist in dem Verband Weltmeister. Firat Aslan, Vincent Feigenbutz, das sind alles Jungs oder Männer, die man halt kennt. So auch, man kennt sie, derjenige kennt sie auch, der sich nicht mit dem Boxen befasst. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, so, okay, krass. Geiler wird's oder krasser wird's, wenn wir über die WWF reden. Da war schon Roy Jones war da schon Titelträger und alles. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, okay, krass. Also jetzt wird's echt interessant, jetzt wird's heiß in der Hölle. Der Gashevich steigert sich immer mehr und mehr, so habe ich das Gefühl, auch das Boxerische, das Körperliche, ja. Das ist ein großer Unterschied, was vor 2 Jahren war. Für mich ist halt natürlich der Gashi klar im Vorteil, ja, weil ich Gashi kenne und technisch auch überlegen, das Auge. Der Gegner hat zwar mehr Kampferfahrung, ja, ist vielleicht 12 Runden gegangen, aber der Gashi hat einfach das gewisse Etwas, was der andere nicht hat. Und das sehe ich halt zum Beispiel von außen. Ja. Das ist meine ehrliche Meinung. Also für einen Sportler an sich ist es auf jeden Fall schon mal toll, daheim boxen zu können oder daheim einen Wettkampf zu haben. Besser geht's nicht. Die Nervosität für mich ist jetzt nicht irgendwie höher oder geringer, weil ich daheim boxe. Aber es ist natürlich ein bisschen cooler, wenn du einfach deine Eltern direkt vor Ort hast, deine Familie direkt vor Ort hast und auch Freunde oder Leute, die du halt auch aus der Stadt kennst oder aus dem Beruf kennst. Ist natürlich schon toller, ja. Es ist einfach ein Aufbaukampf auch für mich, mein 3. Profikampf und dementsprechend auch ein Kampf, damit ich dann in der Weltrangliste hochkomme, ganz einfach. Und dann natürlich das Ziel Weltmeisterschaft erreiche. Das ist einfach mein Ziel, was ich mir so gesteckt habe. Auch mein Management hat gesagt, wenn es mit dem Sponsoring gut weiterläuft, ist es nicht mal so unrealistisch zu sagen Ende des Jahres. Also ganz klar, wer nicht kommt, verpasst was. Wie gesagt, es geht hier in Gmünd um 2 Weltmeisterschaften. Wie oft kommt das vor hier in Gmünd? Weder im Turnen, weder im Basketball, weder im Fußball. Boxen an sich ist eine tolle Sportart. Ja, das ist so ein Ding, was man von seiner Liste auf jeden Fall abhaken sollte, dass man einmal auf einem Boxkampf dabei gewesen sein sollte. Und warum nicht diesen Boxkampf nehmen? Genau.